Hi meine Lieben, heute gibt es einen neuen Drogerie-Haul von mir und diesmal sind Sachen vom DM und vom Rossmann und ich beginne mal mit den DM-Sachen und vor allem mit den Beauty-Sachen. Also es gibt bei DM neue Essie-Nagellacke im Standardsortiment. Das eine ist so ein ganz zartes Hellrosa und der nennt sich, ich bin mir nicht sicher wie man es ausspricht, entweder Muchi Muchi oder Muchi, Muchi, Muki, Muki, ich weiß es nicht genau. Ja, ist so ein ganz zartes Rosa und der braucht schon zwei Schichten, bis er deckt. Aber dann ist er ganz schön eigentlich, ja. So ein süßes, zartes Rosa eben. Dann ein knalliges Rot, so ein typisches, klassisches Rot. Das ist die Farbe Russian Roulette. Finde ich auch sehr schön, passt auch zu vielem. Und einmal die Farbe Fishnet Stockings, ist so ein bisschen ein dunkleres Rot. Finde ich auch sehr hübsch. Dann habe ich mir mein Lieblingspuder nachgekauft von Essence, dieses All About Matte. Das ist dieses lose, helle Puder, was dann so durchsichtig auf der Haut wird und einfach das Make-up fixiert oder generell gegen den Glanz hilft. Und einmal von Catrice. Das Bronzing Puder aus der Sun Glow Edition, das ist das matte Bronzing Puder, das ist ein mattes Puder. Und das ist die Farbnummer 030 Medium Bronze. Und es gibt dann noch die Nummer 020. Aber komischerweise finde ich immer, dass diese 030 um einiges heller und nicht so orangestichig ist wie die 020. Das gibt es ja manchmal so, wie beim Concealer von Maybelline oder so. Da ist ja auch die 15 heller wie die 10. Sollte eigentlich nicht sein, aber ich glaube, bei dem hier ist das genauso. Also es sah auf jeden Fall auf dem Tester so aus. Dann habe ich einen neuen Maybelline Nagellack gekauft. Das ist aus dieser Color Show Reihe. Das ist so ein spezielles Rot. Der sieht sehr schön aus, der changiert auch. Also der ist so pink, dunkelrot, dann irgendwie so einen wärmeren, goldenen Touch hat er auch noch. Also ich finde den sehr, sehr hübsch, ist mal eine ganz andere Farbe irgendwie. Und das ist die Nummer 465 Brick Shimmer. Dann habe ich mir von Alverde eine kleine Körperbutter gekauft in der Richtung Macadamia-Nuss für sehr trockene Haut. Und ich liebe den Duft von Macadamia. Ich liebe das. Es gibt auch so einen Joghurt von, ich bin mir nicht ganz sicher, ist es Müller oder so? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber es gibt auf jeden Fall einen Joghurt, der so ein bisschen breiter ist und der hat auch Macadamia-Geschmack und das schmeckt so lecker. Ja, er riecht auch danach, also die Bodycreme riecht danach, aber nicht so stark, also sie könnte für mich ein bisschen stärker danach riechen. Ist mehr so ein leichter Duft nach Macadamia. Dann habe ich mir mein Hitzeschutzliebling nachgekauft. Das ist dieser hier von Gatsby, der Schutzengel, den ich auch schon sehr lange benutze und zwischendurch immer wieder mal was anderes getestet habe. Aber ich komme einfach mit dem am besten zurecht. Der ist einfach super und ich liebe den Duft und ich weiß nicht, also für mich ist das so mein Alltime-Favorite in Sachen Hitzeschutz. Dann habe ich auch mein Haarspray nachgekauft. Das ist dieses Elnett von L'Oreal. Mit dieser gelben Verzierung hier. Also das ist dieses für starke Halt, für trockenes, strapaziertes Haar, ein aufbauender Schutz. Also ich glaube nicht, dass das einen aufbauenden Schutz hat. Aber ich finde, das stinkt nicht so arg wie sonst irgendwelche Elnett Haarsprays. Und ich finde, das hält auch super. Und man kann es wieder ausbürsten, ohne dass es klebrig ist. Und es verklebt die Haare auch gar nicht erst. Also da muss man wirklich schon ganz nah dran stehen und das macht man ja eigentlich nicht. Und ja. Also ich finde, das ist auch ein super tolles Haarspray. Dann gibt es jetzt ganz viel Deko-Sachen bei DM, was so Weihnachten betrifft. Und super schön finde ich diese Schneeflocken hier. Die kann man an das Fenster hängen und ganz einfach wieder abziehen. Ich finde das so klasse. Und das peppt das ganze Fenster richtig auf, vor allem jetzt in Weihnachtszeit. Oder auch danach kann man es so hängen lassen. Ich finde das super, super schön. Dann habe ich mir das hier gekauft. Das ist von Perlweiß. Ein neues Produkt, also stand neu dran. Und ich hätte mir das nicht gekauft, wenn die Donja Slimani das nicht in die Kamera gehalten hätte und nicht gesagt hätte, dass das echt gut ist. Weil dieses Ding 15 oder 16 Euro kostet. Und ja, das ist dafür da, dass man die Zähne selber bleachen kann, ohne dass man dann schmerzempfindliche Zähne danach hat. Also
dass der Zahnschmelz verschont bleibt im Großen und Ganzen. Und ich glaube nicht mehr an irgendwelche Zahncremes, die die Zähne weißer machen, weil es einfach nichts bringt oder so minimal ist, dass man das gar nicht merkt. Und sie hat gemeint, nach einer Woche, also es ist ein Set, was man nur eine Woche benutzen soll, wäre wirklich ein Unterschied von 2 bis 3 Nuancen sichtbar. Und da ist so eine Skala dabei, wo man sich das anschauen kann. Und das macht man einmal morgens und einmal abends. Und das soll wirklich helfen. Und ich bin gespannt, wie das sein wird. Und ja, bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, dass es stimmt und dass ich auch Erfolge erziele mit diesem Produkt hier. Dann habe ich noch solche Geschenkbänder gekauft, da man das immer gebrauchen kann. Nicht nur für Weihnachten, aber an Weihnachten gibt es immer die schönsten Farben dafür. Und das hier habe ich auch noch entdeckt. Das habe ich auch schon in dem Video mal gezeigt. Das sind die Kerzen von der DM-Eigenmarke, die Duftkerzen mit der Richtung Weihnachtsbäckerei. Und die riechen so toll nach süßlichen Keksen und so Keksteig. Und die kann ich echt nur empfehlen. Ich habe die auch schon ausprobiert, so 2 Stück davon. Und die riechen echt super lecker. Auch so ein bisschen in die Richtung vanillig und so ein warmer Keksduft. Sehr, sehr lecker. Also wirklich ein guter Yankee Candle Ersatz zum Beispiel. Und die sind echt günstig. Dann hat DM seit einer Weile schon solche süße Motivkerzen, nenne ich das einfach mal. Die standen auch bei den Kerzen. Da ist eine Kerze drin, aber ich finde auch, wenn die runtergebrannt ist, kann man ein normales Teelicht oder so ähnlich reinstellen. Und ich finde diese Motive einfach so süß mit diesem Vogel und dem Häuschen und einfach winterlich sieht das aus. Finde ich auch sehr hübsch. Und dazu noch die passenden Servietten. Dann kommen wir zu den Rossmann-Sachen und ich habe mir erstmal mein Algemarine Trockenshampoo nachgekauft. Da ist es mir eigentlich total egal, ob es das Orangen ist oder das Lilane. Die sind vom Duft beide super und die Wirkung vor allem zählt für mich und da bleibe ich immer bei diesem Produkt, weil es einfach das Beste ist. Also ich komme mit diesen Balea-Dingern, Trockenshampoo und so nicht klar. Und deswegen holte ich immer das vom Rossmann, dieses Algemarine. Dann habe ich bei Rossmann das hier noch entdeckt. Das gab es bei DM nicht, da habe ich dann extra danach nochmal nachgeschaut. Die habe ich bis jetzt nur im Rossmann gesehen. Das ist von Labello eine Lip Butter in der Richtung Raspberry Rose. Und vielleicht kennt ihr von Nivea diese Töpfchen, die sehen auch so aus. Die sind auch recht neu. Und die waren auch sehr beliebt, aber die kann man, glaube ich, nur, soweit ich weiß, in Hamburg in diesem Nivea-Haus kaufen. Und ja, ich komme so schnell jetzt nicht nach Hamburg. Und da gab es jetzt bei Rossmann so was Nachgemachtes eben von Labello. Und das riecht so schön nach Himbeere. Also diesen Rosenduft, der kommt da nicht durch, eigentlich nur Himbeere. Aber das ist so richtig schön. Ja, es macht die Lippen ganz zart rosé, so helles Rosé. Und ja, es riecht sehr gut und pflegt die Lippen auch gut. Also ich bin begeistert. Und es gab noch eine andere Sorte mit Macadamia und Vanille, aber das Fach war leider leer. Und von denen gab es auch nur noch ganz wenige. Also die scheinen recht beliebt zu sein. Und ja, bin jetzt erstmal froh, dass ich das hier habe und muss mal schauen, dass ich irgendwie noch an dieses Macadamia-Vanille-Ding rankomme. Dann habe ich mir solche Servietten noch bei Rossmann gekauft. Das ist von Rossmann, also die Eigenmarke von Rossmann. Und da sind so süße Cupcakes drauf und ich bin so ein Cupcakes-Fan und wenn da noch so was Englisches drauf ist, wie diese Flagge oder so, dann erst recht. Und ich dachte mir, ich muss mal sehen, was ich damit mache, ob ich es irgendwie als Deko benutze, aber wie genau ich das anstelle, weiß ich noch nicht, aber mal sehen. Aber ich wollte die auf jeden Fall haben, wegen diesen süßen kleinen Cupcakes hier drauf. Und zu guter Letzt habe ich noch so Geschenketüten gekauft. Einmal diese hier und einmal so eine hier. Kann man jetzt zu Weihnachten natürlich immer sehr gut gebrauchen. Und bevor die alle weg sind, so eine Woche vor Weihnachten, dachte ich mir, ich hole die jetzt schon gleich mal. Und dann nochmal so süße kleine hier, so ganz fein glitzernde in Silber. Einmal in so einem Rosaton und einmal in Golden. Und dazu noch so passende Geschenkbänder, die man auch immer irgendwie gebrauchen kann, nicht nur an einem Weihnachten. Und die glitzern halt sehr, sehr schön. Das sind nicht so normale, sondern eben glitzernde und dann wollte ich die auch haben für Weihnachten und Geburtstag und all sowas. Ja, das war's jetzt mit meinem Drogerie-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!